Ja, Ursachen von Armut, um das nochmal deutlich zu machen. Ich habe schon angedeutet, es hat verschiedene Ebenen. Es hat das mit dem von Claudia Wallner, diese Struktur verschiedener Formen. Und ich würde jetzt gerne nochmal so ein paar Phänomene nacheinander benennen, an die man vielleicht auch erstmal gar nicht so denkt. Also es gibt zum Beispiel Armutsphänomene, die man sich so nicht klar macht. Zum Beispiel akademisches Prekariat. Also wenn Eltern entschieden haben, sie wollen akademisch leben und weitermachen, kann es trotzdem dazu führen, dass sie zwar hochgebildet sind, aber trotzdem sehr arm sind und damit zum Beispiel den Kindern auch nicht die Perspektiven bieten können, wie andere, die materiell vielleicht höhere Ressourcen haben. Das heißt, es gibt einen Bereich, den man nicht erwarten würde. Also würde man ganz klassisch sagen, der arbeitslose Taxifahrer, der mal Germanistik studiert hat oder so, ne, das ist ein Bild, das kriegt man eigentlich nicht so schnell in Fokus. Ne? Oder gerade bei Menschen, die eingewandert sind, dieser Bereich fehlende Berufsanerkennung. Also ich habe eine Ausbildung in UdSSR gemacht zum Beispiel und die zählt dann hier nicht mehr. Das war ein Phänomen, was wir in den 90ern ganz stark hatten. Das hat sich ein bisschen verändert, aber ist trotzdem noch so. Oder ich habe das jetzt mit einem Jungen gehabt, der hat so eine Art Realschulabschluss in einem afrikanischen Land gemacht, das aber keinen Vertrag mit Deutschland hat und dementsprechend zählt sein Abschluss nicht. Das heißt, der hat eigentlich einen Schulabschluss und sitzt hier ohne Schulabschluss da. So, das heißt, fehlende Berufsanerkennung, fehlende Schulanerkennung und so weiter. Und dann dieser Bereich sprachbedingte Exklusion. Also einfach, weil ich nicht genügend Deutsch spreche, komme ich nicht rein. Ich kann Abitur haben oder kann studiert haben, wenn ich aber nicht genug Deutsch spreche, komme ich in bestimmte Berufsbereiche nicht rein. Das heißt, ich bleibe in Armutsverhältnissen, obwohl ich eigentlich arbeiten könnte, wenn es einen Weg gäbe. Der Bereich migrationsbedingte Traumatisierung, also das ist ein Phänomen, das uns in der Jugendarbeit sehr deutlich in den 90ern begegnet ist, so nach dem Kosovo-Krieg und so weiter, also wo wirklich Leute hier waren, die starke Gewalterfahrungen erlebt haben und deren Kinder stark traumatisiert waren. Also da ist dann wirklich, und der Vater kann nicht arbeiten gehen, die Mutter kann nicht arbeiten gehen, einfach weil es traumatisch bedingt nicht möglich ist. Und das erzeugt sozusagen, obwohl es sonst nicht nötig wäre, Armutsverhältnisse. Ja, sozialgesellschaftlicher Abstieg, zum Beispiel Kinder. Also macht man in Deutschland ja Witze, wenn man 4 Kinder hat, dann ist man eigentlich im Bereich Sozialhilfe irgendwie. Also Kind ist teuer sozusagen und man wird sozusagen ärmer, wenn die Kinderzahl steigt oder zum Beispiel auch nach Trennung. Das trifft vor allem Mütter, die dann Mütter zum Beispiel mit 4 Kindern überbleiben nach einer Trennung. Das heißt oft auch sozialer Abstieg und damit manchmal auch in Armutsverhältnisse. Und das trifft dann die Kinder natürlich besonders stark. Überlebende sexualisierte Gewalt, um das nochmal so mit reinzuholen, ne? Also dass die dann oft auch mit Traumatisierung zum Beispiel zu tun haben oder die eben einfach so ein normales gesellschaftliches Leben dann nicht mehr eingehen können. Das kann auch zu Armutsverhältnissen führen. Oder eben sowas, jetzt klingt noch ein bisschen hart, postmortale Entfinanzierung. Ne? Also dieses, wenn einer stirbt, wenn zum Beispiel das Konzept des Vater und Mutter gehen beide arbeiten, einer von beiden stirbt, dann ist es manchmal einfach nicht mehr reichen, dann reicht das Geld einfach nicht mehr für die Wohnung, für all diese Bereiche. Das heißt, es gibt sowas wie nach so einem Tod vom Familienmitglied, man auf einmal in so eine Armutskrise kommt. Und eben es gibt eben diesen Bereich klassistische Deprivation, also wozu zum Beispiel gehört, in einem bestimmten Stadtteil zu sein. Und ich habe in dem nicht gelernt, elaboriertes Deutsch zu sprechen, sondern ich spreche irgendeinen Slang sozusagen und habe eine ganz andere Orientierung und bin damit nicht kompatibel zu verschiedenen Arbeitsfeldern. Das ist das, wo wir in der jungen Arbeit dann versuchen, mit Jungs so zum Beispiel Bewerbungstraining zu machen, dass sie einfach eine respektvolle Sprache hinkriegen, die so ein Personalchef oder Chefin dann auch hören will. Und es gibt leider diesen Bereich, den wir so Armutsvererbung nennen. Also es gibt zunehmend viel mehr Jungs, die uns so begegnen, deren Vater schon Sozialhilfeempfänger war, die Mutter war Sozialhilfeempfängerin, da schon die Eltern davon waren das schon. Also dass es sozusagen eine ganze Dynastie von Armut gibt. Und das heißt, wenn ich gar nicht die Perspektive habe, in der Familie hat es mal jemand geschafft, dann ist es für mich als Junge auch total schwer, das Gefühl zu haben, ich schaffe das dann. Dann gibt es die Barrieren der Beeinträchtigung, also gesundheitliche Einschränkungen, psychische Einschränkungen, emotionale Einschränkungen und so, die einem verhindert, eben an gesellschaftlichen Dingen zu partizipieren und damit auch auf dem Berufsmarkt. Ne? Genau, dann gibt es nochmal sowas wie eine männlichkeitsverschuldete Exklusion, weil ich aus Ehrkonzepten, weil ich aus Dingen, dass ich als Mann mache das nicht, als Mann fahre ich kein Fahrrad, das ist zu uncool oder solche Jobs meine ich nicht, das sind Frauenjobs oder sowas. Also das dann da, wo ich eigentlich partizipieren könnte, nehme ich nicht an, weil meine männliche Ehre oder meine Männlichkeitsvorstellung das nicht erlaubt. Und das würde ich eben so männlichkeitsverschuldete Exklusion nennen. Ja, und wer weiß, was es dann noch gibt. Also insgesamt kann man sagen, Berufsprestige führt zu einem gesellschaftlichen Status, führt zur Wohngegend, führt zu Freizeit- und Bildungsgewohnheiten. Und damit kann man einfach sagen, wenn man das genauer anschaut, wenn ich kein Berufsprestige habe und damit auch keinen Status habe
und dann irgendwie auch in einer Wohngegend bin, die nicht das bietet, was man vielleicht für Partizipation bräuchte, dann sind auch die Freizeit- und Bildungsgewohnheiten irgendwann dementsprechend und führen zu einer weiteren Exklusion. So, und das Ganze trifft Jugendliche und junge Erwachsene besonders stark. Kinder sowieso im Sinne von Deprivation, aber auch in der Perspektive, zum Beispiel Lebens- und Berufsorientierung, trifft das ganz stark. In der Wissenschaft wird das dann so ein bisschen komischer Begriff, aber den nochmal zu sagen, Infantilisierung der Armut genannt. Also es gibt einen Bereich, wo man sagen kann, Armut trifft am stärksten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Und dementsprechend ist der Handlungsbedarf in dem Bereich auch besonders groß. Ja, Armut. Armut genauer anzuschauen, heißt Armutsverhältnisse anzugucken, also die Bezüge auch. Ne? In welchem Stadtteil, mit welchen Menschen begegnen mir, wer kann mir helfen und so weiter. Und Junge sein heißt immer irgendwie auch, sich mit Geschlechterverhältnissen konfrontiert zu sehen. Also immer zu gucken, was heißt Junge im Vergleich zu Mädchen, was heißt Junge A zu Junge B und so weiter. Und auch da macht sich dann eben dieser Stern dann besonders wichtig, um die Vielfalt reinzubringen. Und bei allem irgendwie in diesem Verarbeiten zwischen Armut und Junge sein, also zwischen dem Klarkommen in den Armutsverhältnissen, in denen ich lebe, und den Geschlechterverhältnissen, die sich daraus ergeben oder auch so ergeben, da findet eben das Angebot der Jungenarbeit mit Männlichkeitskritik statt. So, damit komme ich nochmal zu folgen. Ich würde einfach mal diese Corona-Krise als Beispiel nehmen. Da auch nochmal ein Zitat, Christoph Butterwege, der schon seit Jahrzehnten in dem Bereich Armut eben forscht. Nur mal so 3-4 Zitate kurz, worauf der kommt, was Corona mit dem Thema Armut macht. Zwischen Einkommens- und Immunschwäche besteht aber ein Kausalzusammenhang. Ja, also das heißt, man kann deutlich nachzeichnen, dass in Armutsverhältnissen zu leben, heißt auch nicht besonders gut geschützt zu sein in diesen Pandemiezeiten. Arme sind einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt, weil ihre Arbeitsbedingungen in aller Regel schlechter und ihre Wohnverhältnisse hygienisch bedenklicher sind. Merkt man schön bei diesen Fleischbetrieben, die jetzt immer durch die Presse gegangen sind oder so. Wenn ich in solchen Arbeitsverhältnissen lebe, ist das Risiko, mich da auch irgendwie anzustecken, einfach deutlich höher, als wenn ich Pädagoge bin und kann Homeoffice machen und mich in einer großen Wohnung zurückziehen. Psychische Belastung. Wer eine große Wohnung hat, übersteht eine Quarantäne viel entspannter als eine Familie, deren Mitglieder keine eigenen Zimmer haben. Glaube ich, relativ schlicht, muss man sich aber einfach deutlich machen. Ne? Wenn man sich ein bisschen aus dem Weg gehen kann, sind viele Stressmomente weg. Auch das Lernen ist einfacher, wenn man verschiedene Räume hat und so. Und das muss man sich wirklich klar machen, dass Corona eben auch Armut eben zuspitzt. Und eben zugespitzt formuliert von Christoph Butterwege. Einschneidende Infektionsmaßnahmen sind erforderlich, hinterlassen aber wirtschaftliche Kollateralschäden, die nicht alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen treffen. Also klar, kann man deutlich sagen, die Schere der bildungsbezogenen Armut geht durch Corona auseinander. Und der Hauptgrund dafür sind eben fehlende Begleitung und Hardware im Homeoffice. Also wenn ich bildungsbürgerlich genügend nah an Schule dran bin, kann ich meine Kinder auch nochmal anders unterstützen zu Hause, kann anders dranbleiben oder so. Wenn ich das nicht habe, geht es eben nicht. Und es gibt durchaus Haushalte, die über keinen vernünftigen Computerzugang verfügen, zumindest keinen mit Webcam und Mikro und so weiter. Dann kann ich vielleicht auch in bestimmten Konferenzen und so weiter nicht teilnehmen. Das heißt, es hängt mich auch ein Stück ab. Das heißt, Armut macht da auf jeden Fall was. Das heißt, die Folgen der Corona-Krise sind eindeutig auch, dass die Schere auf einer bestimmten Art beim Armutsthema auseinandergeht. Und das sind Folgen für jungen Armutsverhältnissen. Das ist so die eine Seite. Aber mir ist es nochmal wichtig, unsere Jugendarbeit besteht ja immer daraus, auch die Ressourcen zu sehen. Und das, was mir wirklich sehr deutlich begegnet ist, dass es gibt dieses Phänomen, das ist keine Frage, das sehen wir auch, dass das für viele Haushalte so auseinandergeht. Aber es gibt auch Chancen der Corona-Krise. Und das können wir ganz deutlich sagen, dass es bestimmte Jungs im Moment gibt, die in dieser Zeit in der Schule viel besser werden. Die auf einmal total viel lernen, die Vokabeln lernen, die an Sachen dran sind und so, und gar nicht irgendwie auffallen. Und man könnte sagen, das ist ja ein so Bereich bekämpfter Armut, nämlich dort, wo es gelungen ist, die Jungs zu begleiten, sie wirklich aufzunehmen, sie anzusprechen, sie über irgendeinen Kanal, ob es WhatsApp ist oder Mail ist oder iSurf oder was auch immer. Und dann kann man sagen, was ist das? Warum sind diese Jungen in der Homebeschulung besser? Dann kann man sagen, ein so ein Punkt, und das sind klassische Geschlechterthemen, jetzt klassische Männlichkeitsthemen, nämlich ist kein sozialer Druck in der Klasse. Das heißt, sie sind befreit von dem Druck so des sich Vergleichens, die Mädchen machen es besser als wir Jungs und so weiter, sondern ich kann es für mich ganz allein entwickeln. Dieses Thema männliches Konkurrenzverhalten, männlicher Konkurrenzdruck und so weiter, der unter Jungs ganz häufig stattfindet, so, der ist eben weg an dieser Stelle. Das beschreiben manche Jungs, ja, seitdem ich mit denen und denen nicht so immer zusammen bin, kann ich auch viel besser irgendwie lernen und da kann ich viel mehr auch Schule annehmen.
Und das bedeutet eben auch im Umfeld der Lehrer und Lehrerin, aber auch im Umfeld der Schüler und Schülerinnen, der Mitschülerinnen, eben keine Beschämungssituation. Also ich mache meine Dinge und dann kriege ich irgendwie eine Rückmeldung und die beschreiben das auch so, dass die Rückmeldung der Lehrerinnen an vielen Stellen viel positiver sind, viel unterstützender. Und dadurch komme ich eben auch raus aus so einer Negativ-Selbstzuschreibung. Und es ist eben wirklich, was da gelungen ist an diesen Stellen, ist eine subjektorientierte Unterstützung durch die Schule. Also viel mehr als sonst im Schulunterricht wurde ich gefragt, wo stehe ich eigentlich und so weiter. Und man macht eher wirklich klassische Dinge der Lernberatung und der Bildungsberatung. Und das können Jungs eben total gut annehmen. Ich kann nur sagen, es gibt diesen Bereich emotionale Zuwendung im Zuhause. Also es gibt so diesen Bereich, Eltern sind irgendwie länger da, es gibt, die kümmern sich irgendwie auf einer anderen Art, sind präsenter und so. Und das beschreiben diese Jungs auch ganz deutlich, dass ihnen das hilft, dass dann Mama oder auch Papa im Homeoffice irgendwie da sind und sie dann irgendwie auch ansprechbar sind für Dinge oder dass sie zwischendrin auch mal was spielen oder so. Und das führt eindeutig dazu, dass sie sich einfach insgesamt mehr geerdet, mehr verankert fühlen und so weiter. Und das scheint ihnen in der Schule wirklich auch zuzuarbeiten. Und es ist so, dass diese Lernerfolge wirklich selbstgesteuert sind. Also das, was wir in der Theorie mit selbstgesteuerten Lernen immer sagen, das klappt zu Hause nochmal besser, weil sie im eigenen Tempo sein können. Oder weil manche Jungs beschreiben auch, naja, dann spiele ich eben mal nochmal eine Runde Call of Duty oder so und mache danach in der Schule wieder weiter. Das kann ich in der Schule nicht machen. Wenn ich da einmal aufs Handy gucke, kriege ich schon Ärger. So, das heißt, es ist viel selbstgesteuerter, wann ich wie lerne, wo ich lerne, wie viel ich lese und so weiter. Und das begreife ich auch als Junge. Genau so. Und das kann man eben sagen, übergeordnet würde ich sagen, es gibt eben sowas wie eine Lernberatung durch Schule. Ja, um das als Ressourcen irgendwie einfach auch mal da zu haben, dass es eben auch möglicherweise Dinge gibt, die man sich so erstmal gar nicht vorstellt. Ein Ausweg sozusagen den Jungs aus Armutsverhältnissen haben, um das nochmal so zu haben. Also Jungs haben hier jetzt ein Weg, wie sie sozusagen produktiv was verarbeiten können. Sie haben aber auch in den normalen Armutsverhältnissen immer Möglichkeiten, Gegenbewegungen zu setzen, immer irgendwie Strategien zu setzen, dass es nicht auffällt und so weiter. Und eine, die uns eben sehr häufig begegnet ist, gerade wenn wir mit Jungs so weiter unterwegs sind, ist das Thema Markenoutlet. Also ich kann mir für wenig Geld Klamotten leisten, die dann eben Nike, Adidas oder was auch immer sind oder so. Man weiß ja mittlerweile, dass die Klamotten minderwertig sind, die dafür produziert werden und so. Das ist aber alles völlig egal. Also die werden ja extra produziert, damit man sie so billig verkaufen kann. Aber genau dieses Klientel dieser Jungs und Mädchen, die in Armutsverhältnissen sind, betrifft das eben ganz stark. Ne? Die haben eine Möglichkeit zu partizipieren über einen Weg, der sonst gar nicht da wäre. Das heißt, man könnte sagen, so ein Ausweg aus der Beschämung, sich nicht vernünftig kleiden zu können oder so, wären jetzt eben Outlet-Läden. Ne? Und da könnte man sagen, es ist ein Stück in dieses Thema Verstecken, Kaschieren. Ne? Es ist ein Stück irgendwie, man kaschiert, dass man eigentlich sich die normalen Dinge der Partizipation nicht leisten kann, indem man eben an so einem Einkaufsparadies teilnimmt. Ein Bereich, wo es doch sowas wie ein Klassenbewusstsein gibt, das ist so ganz interessant, ist mittlerweile so ein Regionalklassenbewusstsein. Deswegen landen wir nämlich auch dabei, dass wir mittlerweile sagen, so ein Schwerpunkt müsste immer sozialräumlich sein. Also Jungarbeit nicht nur zu begreifen als irgendwie ein inhaltliches, übergeordnetes Ding, sondern als ein Bereich, der in einem bestimmten Sozialraum stattfindet. Und das ist zum Beispiel, wird ganz deutlich an diesen Kämpfen der Postleitzahl. Das ist so ein amerikanisches Thema. Dass man wirklich so Stadtteile hat, die einen bestimmten Postleitzahl haben und an den Grenzen zum Beispiel 30451 zu 30499. Dann ist genau da die Grenze und dann sind die einen so cool, die anderen so cool. Das geht bis dahin, dass sich die Jungs dann auch die Postleitzahl mit den letzten drei Ziffern auch eintätowieren lassen oder sowas. Ne? Und da kann man eben sagen, das ist sowas wie Sozialraum als Identifikation und Selbstbehauptung. Also ich beziehe mich auf meinen Stadtteil, da bin ich zu Hause und wir sind cooler als die anderen. Die anderen sind blöd, die sind gewalttätig, was auch immer. Und man kann eben sagen, das ist vor allem durch eine männlichkeitsdominante Besetzung. Also Jungs, die die Straße besetzen, ganz stark und damit eben von Raum zu Raum kämpfen. Und damit gibt es sowas wie so ein Regionalklassenbewusstsein. Also das wäre so ein dritter Ausweg, den es so gibt. Ja, grundsätzlich stellt sich die Frage, jetzt komme ich so ein bisschen zu der Perspektive und auch zu dem Übergang der intersektionellen Perspektive, ist so die Frage, wie will man jetzt darauf antworten? Eine Antwort wäre zu sagen Emanzipation, einfach zu sagen, es gibt eine eigene Sprache und die eigene Sprache auch zu unterstützen. Also man sagt man zum Beispiel Kiezdeutsch ist dann das, was sie haben und dann macht man eben einfach zum Beispiel, Kanakatak hat das zum Beispiel sehr stark gemacht, dann einfach zu sagen, man macht seine eigene Kultur, kriegt sein Selbstbewusstsein dadurch, dass man sich emanzipiert. Wäre so das eine.
Das Zweite, was immer da ist, wo eben Schule und Pädagogik gerne darauf reagiert, dass man einfach sagt, man muss diesen Jungs, die aus Armutsverhältnissen kommen, eben zum Bildungsdeutsch beibringen. Also sie müssen sozusagen zweites Deutsch lernen, nämlich das, was man in Schule, in der Arbeitsstelle, in Institutionen und so weiter spricht. Und die Jungs in den letzten Jahren haben eben nochmal was anderes gefunden, durch sowas, das eben Deutschrap und so weiter auch sehr große Karrieren gefahren hat, dass man sagen kann, es gibt auch Transformationen. Also ich finde es immer am stärksten, wenn die Jungs dann von sowas sprechen wie mein definierter Körper. Oder wenn sie sagen, das ist definitiv gut. Also sie haben sich dann wirklich Begriffe, die aus dem elaborierten Deutsch kommen, runtergeholt und nutzen sie jetzt in so einem Regionalslang, in so einem Kiezslang und so weiter. Das ist einfach sehr interessant. Also es gibt sozusagen, wenn man sich Sprache anguckt, jetzt einen dritten Weg, nicht nur den der Emanzipation oder der Kombination, sondern eben auch der Transformation. Und das macht deutlich, wie intersektionell Jungs eigentlich auch schon leben können.